Ich glaube, wir können starten. Ich begrüße Sie herzlich zur Medienkonferenz vor dem Spiel von morgen hier in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donetsk. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass unser Cheftrainer hier ist, Joel Magnin, und unser Verteidiger Levin Blum. Sie können jetzt gerne Ihre Fragen stellen und es ist für eine Übersetzung gesorgt. Bitte per Mikrofon sowohl die ukrainischen Vertreter als auch die Schweizer Journalisten, die hierher gereist sind. Wem dürfen wir die erste Frage geben? Ja, Alain Kunz vom Blick. Joel, bisher waren diese Spiele eigentlich Spiele, die drei Champions-League-Spiele, Spiele, bei denen man genießen konnte, bei denen man nicht zu sehr unter Druck war. Man war immer völliger Outsider. Jetzt aber ist die Konstellation anders. IB muss gewinnen, um noch eine Chance zu haben, unter die ersten 24 zu kommen. Wie gehst du damit um, dass die Drucksituation jetzt völlig anders ist? Ja, ich glaube, bei mir das Spiel will IB gewinnen und morgen auch, es ist klar. Jeder Gegner ist auch sind sehr stark in diesem Wettbewerb. Und wir haben gezeigt gegen Inter Mailand, dass wir fähig sind, gute Leistung zu zeigen. Und morgen müssen wir wieder eine sehr gute Leistung zeigen, damit wir Punkte holen. Hallo, vor dem Spiel haben Sie Schachtars Spiel analysiert. Was sind die Stärken und Schwächen des ukrainischen Teams? Das sage ich nicht. Nein, aber ich glaube, Schachtar Donetsk ist eine sehr gute Mannschaft, eine Mannschaft, die einen gepflegten Fußball spielt in 4-3-3. Sie probieren die Aktion aufzubauen von hinten her und sie haben gute Offensiv auf der Flügel im 1 gegen 1, wo sie viele Flanken bringen im 16er. Und das ist, glaube ich, ihre Stärke. Über die Schwäche will ich nicht reden. Nächste Frage bitte. Ja, Joel darf ja spielen heute, morgen in der Meisterschaft nicht. Gibt es noch eine interne Bestrafung für ihn? Er ist für zwei Spiele gesperrt worden. Was habt ihr da vorgenommen? Also ich muss ganz klar eine soziale Aufgabe erledigen. Das ist das, was wir miteinander gesprochen haben in der alten Mannschaft. Und er wird vom Verein her auch gebüßt. Aber das ist die Frage von Steve von Bergen. Der hat mit ihm etwas abgemacht. Levin, eine Frage an dich. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Ja, ich glaube, in der Champions League immer ein sehr besonderes Spiel. Ich freue mich immer sehr darauf. Es sind immer schöne Nächte, in der Champions League spielen zu können. Ich freue mich darauf sehr. Ich weiß noch nicht genau, was mich hier erwarten wird im Stadion. Ich freue mich zuerst einmal, den Rasen zu spüren, das Stadion zu sehen und dann morgen auf ein spannendes Spiel. Zuerst noch mal kurz bei Montero nachhaken. Du hast gesagt, etwas Soziales. Also wird das in Richtung Juniorentraining gehen? Kann man das konkreter sagen? Ja. Ja. Also gut, dann mache ich gleich weiter mit Levin. Der linke Fuß ist ja nicht dein stärkerer, aber offenbar sehr gut, dass du derjenige bist, der jetzt auf links aushelfen muss. Wie gehst du damit um? Ja, über die Aufstellung morgen weiß ich noch nicht genau Bescheid, aber über den linken Fuß, ja. Ich bin so trainiert worden, ich versuche ihn auch immer wieder einzusetzen. Klar ist aber, dass mein Rechter der Stärker ist, aber trotzdem kann ich mit dem Linken umgehen. Ja, ich freue mich auf das Spiel morgen und ja, mal sehen, wie der Linke dann aussieht. Nächste Frage bitte. Ein Hattrick von Alain Kunz. Ja, zweite Frage an Levin. Es hat ja diesen Moment gegeben, Champions League, wo du plötzlich im Mittelpunkt gestanden bist, Man of the Match wurdest. Erhoffst du dir etwas Ähnliches morgen? War auch mit dem linken Fuß damals. Ja, war ein sehr schöner Moment für mich in der Champions League. Ein spezieller Abend, der bleibt mir natürlich. Ja, solche Nächte wünscht man sich natürlich immer, aber ich glaube, ja,
Fokus ist auf das Team morgen, eine gute Teamleistung. Ja, der Einzelspieler steht da im Hintergrund, es ist ein Teamsport und so wollen wir auch morgen auftreten. Кого з гравців ви можете виділити, хто є найнебезпечнішому складі вашого суперника? Sicherlich analysiert, welchen Spieler haben Sie als gefährlichsten Spieler ausgemacht beim Gegner? Ja, wie vorher gesagt, Shakhtar ist eine sehr gute Mannschaft, auf jede Position sehr gut besetzt. Mir hat vor allem die Seiten sehr imponiert und über diese Seite müssen wir Lösungen finden, dass sie nicht zum Abschluss oder zu Flanken kommen. Aber es hat sehr viele Spieler, wo ich möchte nicht eine besonders hervorheben. Gut, nächste Frage, zweite Reihe. Bitte. Ja, Joel, übers Wochenende sind noch einmal zwei Abwehrspieler ausgefallen. Mit etwas Abstand, wie betrachtest du die Personalnot in der Abwehr? Und gab es jetzt in den letzten Tagen weitere Blessuren im Kader? Und wann kehren die ersten Verteidiger wieder zurück? Also zuerst müssen wir diese Situation akzeptieren und das Beste draus machen. Das ist das Erste, es bleibt nicht anders übrig. Wir haben ein paar auch U21-Spieler mitgenommen, weil es bleiben natürlich nur noch vier Spieler. Was war deine zweite Frage, sorry? Aber es gab nicht mehr neue irgendwie Blessuren Nein. oder so Nachwirkungen vom Wochenende? Nein, also zum Glück nicht. Und zurück hoffen wir, dass bald Ajam zurückkommt oder der Ali. Kamara ist auch ein Thema. Das ist sicher etwas, wo ja, uns sehr gut würde tun, wenn sie so schnell wie möglich zurückkommen. Wissen wir noch nicht ganz genau. Wir hoffen vielleicht für Lugano, aber das ist noch nicht fix. Weitere Fragen? Joel, hast du eine Ahnung, was das für eine Stimmung sein wird morgen? Im ersten Gastspiel von Shakhtar hier auf Schalke war es irgendwie so viergeteilt zwischen Schalke-Fans, zwischen neutralen Fans, an ein paar Ukrainer und auch einige Tifosi. Weißt du, wie das morgen ausschauen wird? Also ich freue mich sehr, dass 800 IB-Fans kommen. Also das wird sicher sehr gut für uns, dass sie Stimmung machen. Nachher glaube ich nicht, dass sehr viele Leute im Stadion sein werden. Aber wichtig ist für mich, dass wir die IB-Fans zeigen, dass wir ja, wieder eine geschlossene Leistung zeigen und dass wir über unsere Grenzen gehen. Ja. Für beides Team, sowohl Shakhtar als auch Young Boys, ist dieses Spiel Auswärtsspiel, weil in der Ukraine jetzt Krieg ist. Wie könnte sich das auf Spiel auswirken? Wie diese Situation, das für Sie beides das Auswärtsspiel ist? Es ist auf neutralem Terrain und ich glaube, es ist für beide Mannschaften die gleiche Voraussetzung. Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht noch eine Ergänzung wegen den Zuschauern. Wir tappen da ein bisschen im Dunkeln. Der Kollege von der UEFA vorhin hat gesagt, es könnte gut sein, dass über 20.000 kommen. Aber wir wissen das nicht genau, was uns morgen betreffend Zuschaueraufkommen erwartet. Ich schaue noch einmal in die Runde. Wenn alles geklärt ist, besten Dank für das Interesse. Wir wünschen allen einen schönen Abend und morgen ein tolles Spiel. Danke vielmals. Danke. Merci.